Hallöchen und herzlich willkommen beim neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Kingdoms Reborn. Und zwar mal kein Survival, es ist ein Aufbauspiel. Und ich bin tatsächlich beim Kollegen Hirnsturz drüber gestolpert. Ganz liebe Grüße, falls er das jemals sehen sollte. Und bin echt dran hängen geblieben. Hab's mal angetestet in einer kurzen Runde und fand's mega. Hab gedacht, das nimmst du mal auf. Das gucken wir uns zusammen mal genauer an. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mal durch. Ich würde es in etwas längeren Folgen machen. Das heißt, wir werden so bis eine Stunde rangehen, weil man sonst nicht allzu viel schafft. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr lieber kürzere Folgen haben wollt oder ob das mit einer Stunde für euch okay ist. Das können wir dann immer noch ein bisschen anpassen. Aber jetzt würde ich sagen, kurze Rede, langer Sinn. Wir starten mal rein. Einzelspieler, neues Spiel. So. Gibt es teilweise ganz lustige Namen. Oder auch nur eine Zahlenfolge. Wir wählen mal ein Seed aus. Gibt es hier noch irgendwie... Platypus Slam Bernard. Was? Factory Drag Barbie. Hillis und Sloth. Sloth? Sloth. Ja, komm, wir generieren mal die Welt. Gucken sie uns mal an. Ein Aufbauspiel. Die große Eiszeit hinterließ nur Ruinen der einstigen Zivilisationen. Nur wenige waren stark genug, um der Kälte und der Krankheiten zu trotzen, welche die Erde heimgesucht hatten. Jahrzehnte sind vergangen, seit der Frost uns unser Land genommen hat. Unser Mut und unsere Hoffnung sind mit dem Schmelzen des Eises zurückgekehrt. Es liegt an uns wenigen Überlebenden, wieder eine blühende Zivilisation aufzubauen. Ein Hoch auf den Neuanfang. Jawolle. So, du hast hier die Weltkarte. Wir spielen mit drei NPCs, die uns das Leben hoffentlich nicht zu schwer machen. Wir haben es ja jetzt nicht so schwer eingestellt. Die Borkild, der Ruhen und eigentlich müsste irgendwo noch wer sein. Ah, hier. Arstein, der hat sich mal hier ganz drüben hingesetzt. Die Weltkarte ist in Provinzen aufgeteilt, mit verschiedensten Ressourcen, die es in den Provinzen gibt. Und verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Start. Hier haben wir zum Beispiel normalen Schwierigkeitsgrad in der Waldprovinz. Hier in der Wüste, wo es nichts gibt, ist natürlich very hard. Und hier oben im Winterbiom ist es auch nicht so toll. Extrem. Und wir machen es erstmal easy, ne? Weil sonst, ich will es ja nicht direkt verkacken. Bisschen wenig Platz hier oben auf den Inseln. Was ist denn das hier eigentlich? Dschungel. Krankheitshäufigkeit extrem hoch. Ist auch nicht so gut. Ich würde ganz gerne anfangen mit Kohle, wenn es geht. Das sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus hier. Dann hätten die unsere Leute schon mal im Winter was zu heizen. Oh, das hier gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Komm, wir nehmen mal das hier. Das kostet... Oh, das ist ja riesig. 2600. Wir starten mal rein. Hier kannst du noch ein bisschen deine Anfangsressourcen verändern. Ich würde das jetzt erstmal so lassen.
Wir haben auch nicht mehr allzu viel Geld über, weil das große Gebiet halt so teuer war. Also belassen wir es erstmal so. So, dann starten wir durch. Als erstes setzen wir das Rathaus. Das kann mal ruhig hier in der Wüste stehen. Das macht mal gar nichts. Dann brauchen wir nämlich dafür schon mal keine Bäume abholzen. Das scheint mir eine ganz gute Maßnahme zu sein. Ja. Machen wir mitten rein. So. Dann können wir uns eine Startkarte wählen, und zwar Weizensamen. Schalte den Anbau von Weizen frei. Weizen kann gegessen oder zum Bierbrauen verwendet werden. Ein Handelsposten, mit dem wir Ressourcen handeln können, brauchen wir jetzt noch nicht direkt, wir haben ja noch nichts. Und plus ein Einkommen, die 20 Geld, die du besitzt. Ja, wir nehmen die Weizensamen als erstes. Wähle ein Biombonus, Erzhandel. Oh, das ist nicht schlecht. Handel für... Hä? Nahrung. Holz und Kohle haben null Handelgebühr. Allerdings nur hier in dem Biom, ne? Ja, dann nehmen wir das. Kohlemine freigeschaltet, weil in dem... Na, da regnet es doch gleich mal. Weil in dem Biom hier halt Kohle abzubauen ist. Dann nehmen wir uns mal gleich die Kohlemine. Einführung ins Spiel. Nein, brauchen wir nicht. So. Als erstes brauchen wir ein paar Häuser. Denn unsere ganzen Einwohner sind quasi heimatlos. Obdachlos. Die setzen wir gleich mal hier dran. Ich weiß gar nicht, ob die hier so glücklich sind in der Wüste. Wir werden es sehen. Ich hatte schon mal eine kleine Runde angetestet, um mal zu sehen, wie es ist. Das heißt, so ein paar Funktionen habe ich jetzt schon raus. Ist das richtig hier? Ja. Wir machen erstmal vier Häuser. Wo ist denn hier der Weg? So. Gleich sehen wir mehr. Lass die Jungs erstmal ein bisschen bauen. Dann brauchen wir direkt eine Möglichkeit, an Essen ranzukommen. Oh. Forschung freigeschaltet. Alles klar. Es gibt einen Technologiebaum, natürlich, wo wir Sachen erforschen können. Und das nicht zu knapp. Also das Spiel ist in der Hinsicht schon relativ weit. Das geht bis Industriezeitalter. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns da durchbeißen. Als erstes mal würde ich sagen, lernen wir mal den Außenhandel. Irgendwo müssen wir ja mit anfangen. So, Weizensamen haben wir als Bonus am Anfang bekommen. Müssen wir mal einlösen, quasi. Können jetzt auf Feldern Weizen anbauen. Und alle 150 Sekunden, ihr seht hier die Zeit ablaufen, bekommt man eine Karte. Mit diesen Karten kann man sich quasi Gebäude kaufen. Ich würde jetzt sehr gerne erstmal einen Obstsammler hinstellen, der uns ein bisschen Obst aufsammelt. Gerne so optimal wie möglich erstmal. Ja, hier steht er schon mal ganz gut, würde ich sagen. Ich würde ihn so setzen. Das Ganze verbinden wir mit einem Weg. So erstmal. Und wir gönnen ihm einen Lagerplatz, damit er sein Obst hier auch lagern kann. So.
Dann können wir natürlich auch Ressourcen sammeln. Und zwar einmal fruchtlose Bäume. Die hauen wir natürlich... wir hauen uns nicht die Orangenbäume ab, mit denen der Obstsammler uns das Essen besorgt, sondern wir nehmen nur die fruchtlosen Bäume. Und die Steine können wir natürlich auch absammeln. So. Wir haben auch kein Holz. Es wird echt Zeit, dass sie welches wegschlagen. Genauso wie den Stein aufzusammeln. Oh, wir haben tatsächlich 50 Einkommen. Heizmaterialien sind niedrig. Okay. Das heißt, die Kohlemine wird als erstes mal gebaut. Müssen wir am Gebirge bauen. Hier würde gehen. Früher Sommer. Was ist denn das für ein Wetter hier? Oh. Auch die wieder mit dem Feldweg verbinden. Aber die bekommt auch einen Lagerplatz. Die Frage ist nur, wo? Das sind schöne Obstbäume. Hätte ich jetzt ungern opfern hier. So. Dann haben unsere Leute erstmal wirklich was zu tun und wir haben gar nicht genug Wohnraum. Wir müssen noch mehr Häuser bauen. Heizmaterialien sind niedrig. Nahrungsreserven sind niedrig. Ja, Moment. Hier mal einen Weg zwischen und dann neue Häuser. So. Strömen hier die Leute rein, das ist ja übel. Jawohl, der Obstsammler ist da. Das heißt, das erste Essen kommt rein. Die Gebäude kannst du auch nochmal hier aufwerten. Und zwar eigentlich ganz einfach mit 10 Holz. Ist aber am Anfang jetzt gerade ein bisschen knapp. Das heißt, müssen wir ein bisschen später machen. Würde dann 30% Produktivität bringen, wenn es eine angrenzende Jagdhütte gibt. Aha. Guck mal an. Wir machen aber erstmal eine Fischerhütte. Dass hier ein bisschen was geangelt wird. Wir brauchen Essen. Haben wir hier? Ja, hier sieht es auch ganz gut aus. Ah ne, falsch rum. Die Straße musst du schon auf Land setzen, sonst wird das nichts. 116? Ah, scheiße, da geht's nicht. 112. Ich find's hier ganz nice. 112, nehmen wir. Haus zu weit entfernt. Okay, warte mal. Es muss tatsächlich immer von Gebäuden, so wie es mir scheint, 100% habe ich das auch noch nicht rausgefunden, muss ein Wohnhaus in bestimmter Entfernung sein. Dann würde ich, dann nehme ich das hier. Ne, 102 ist mir zu wenig. Geht es hier? Oh. Schaltfläche für Prioritäten freigeschaltet. Normal ist ein unausgefüllter Stern, hoch ist ein ausgefüllter Stern und pausieren. Okay. So, Fischerhütte verbinden. Am besten vielleicht sogar hier mit dem Lager, wenn es geht. So. Dann könnte ich das gleich dahin bringen. Auf Straßen bewegen sich die Leute schneller halt, ne? Aber wir brauchen mehr Holz. Und tatsächlich noch eine Jagdhütte.
Die gönnen wir uns gleich auch noch. Ist leider nicht dabei. Einmal gratis drehen. Ist trotzdem nicht dabei. Shit. Steigert die Unterhaltungszufriedenheit der Besucher. Ach so. Basisdienstqualität 50. Oh, Unterhalt 15. Ist ja gar nicht mal so günstig. Okay. Ich würde nochmal hier ein paar mehr Bäume abhacken. Hier drüben ging da mit Sicherheit noch was, ne? Habe ich fruchtlose Bäume? Ja, komm hier, hol mal alles hier weg. Brauchen wir da alles nicht, das Gestrüpp. So, Scheiße, warum kann ich denn keinen, Die Nahrungsreserve ist zu niedrig. Ja, bau doch mal hier die Fischerhütte, bitte. Soll ich noch eine zweite machen? Im Augenblick kann ich gar nichts derart machen. Ah, die Akte, guck mal. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und setzen die jetzt tatsächlich mal direkt in die Nähe von dem Obstsammler. Scheiße, ich bin das ja blöd gesetzt. Warte mal. Ja, setz den hier hin. Kriegt er da drüben aus dem Gebiet auch noch was weg. Und da oben, das passt schon so. Dann machen wir das so. Nice. Mehr Häuser. Passt hier noch eins hin? Ja, sehr gut. Straße dazwischen? Das wäre ein Traum. Oh, nee. Okay, da ist Berg. Aber macht ja nichts. Wir müssen das Stück mal halt ohne Straße hier langlaufen. Das wird ja auch mal gehen. So, die Taverne gerne noch hier oben in die Wüste. Und zwar muss die ja dann möglichst viele Wohnhäuser unterstützen. Warte mal, ist das richtig so? Ja, ne? Ich denke... Oh. Eine Karawane ist angekommen. Wir möchten einige deiner vorhandenen Waren kaufen. Da handle ich doch gern mal eine Runde, aber hier gibt es jetzt noch nichts, was ich verkaufen möchte. Also, lass mal weg. Hier können wir noch mehr Steine absammeln. Hier sind sie ja schon fleißig dabei, wie es aussieht. Kohlemine. Also quasi arbeitet er hier in der Kohlemine, der hier wohnt. Aha, okay. Dann müssen wir tatsächlich hier drüben auch noch ein paar Häuser bauen, aber das wäre ja alles noch im Radius der Taverne. Später Herbst. Wir haben bald Winter. Oh mein Gott, und nicht genug Nahrung da, oder was?
Den Obstsammler werten wir schon mal auf. Er ist hoffentlich auch gleich fertig, jawohl. Den werten wir auch direkt auf. Macht dann halt auch 30% mehr Produktivität. Die beiden sind ja aneinander, also sollte das funktionieren tatsächlich. Nice. Leute, ich freue mich. Oh. Ah ja, nee. Ist ja richtig. 23 Bevölkerung, 28 Wohnraum. Das sieht erstmal gut aus. Noch zwei. Dann haben wir hier die erste Aufgabe erfüllt. Allerdings sind wir gleich auch im ersten Winter schon. Bin sehr gespannt, wie wir da durchkommen. Haben wir schon Kohle zum Heizen? Ja. Noch eine zweite Fischerhütte? Würde ich fast machen. Oh, was ist denn jetzt los? Handelsposten, Handelshafen, Steinbau, Jagdhütte, Kohlemine. Erstmal noch nichts, danke. Forschung abgeschlossen im Technologiebau. Sehr gut. Mann, macht das einen Krach. Wir haben den Außenhandel freigeschaltet. Erhöht die Zahl der Einwanderer um 20%. Okay. Kommen halt mehr Leute rein. So, dann nehmen wir erstmal die einfache Medizin. Die sollte uns nämlich nicht ausgehen. Das wäre sehr gut. Ja. Einfach deswegen, weil unsere Einwohner 15 jährlichen Verbrauch an Medizin haben. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Möchtest du eine Handelspostenkarte für 120 kaufen? Ich glaube noch nicht. Wir haben noch nicht genug Kohle. Es ist gerade ganz schön dünn. Ich würde da vorsichtig sein. Nein. Nein. Machen wir später tatsächlich. Jetzt lieber nochmal eine zweite Fischerhütte für den Winter. Das Problem ist, die kann ich hier gar nicht bauen. Vielleicht kann die hier hin. Ja, kann sie. Ist gar nicht mal so schlecht mit 104. Das könnte man machen. Hier wird es nicht viel bringen, ne? Nee, ist halt zu wenig Wasser. Das, ja. Oh. Ah, guck mal hier, 114. Aber das ist zu weit weg, ne? Ist wieder nicht ein Wohnort, kein Wohnhaus in der Nähe. Ja. Dann lass hier machen erstmal. Not 4. Nee. Feldweg. So. So, dann guck mal hier. Das sieht doch richtig genial aus hier mit ihrer... Mit ihrem Flaschenzug, nehme ich an, wo sie die Kohle mit drauf fördern. Hier liegt ein bisschen Fleisch rum. Steine und Leder wird hier eingelagert. Und wir werten gleich nochmal die Räucherkammer auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir mit der Nahrung zu knapp kommen. Geile Musik. Gefällt mir sehr gut. Mal hier unsere Taverne, die ersten Zelthäuser. Die können wir später übrigens dann aufwerten. Also nicht nur, dass wir sie isolieren können mit Stein, damit sie weniger Ressourcen zum Heizen verbrauchen. Die müssen quasi dann auch mit Luxusgütern auf eine bessere Stufe gehoben werden. Wodurch sie dann auch mehr Einnahmen erzielen und sowas. Das heißt, in unserem Technologiebaum sollten wir dann
hier ein Luxusgut mal herstellen. Entweder Bier brauen, Möbel, Keramik oder Werkzeuge. Da bin ich mir aber gar nicht... Ne, Werkzeuge ist, glaube ich, gar nicht dabei. Wir werden das Möbelhaus wahrscheinlich machen. Möbel bauen. Baut mal bitte hier diese Bude hier auf. Holz ist noch okay. Ich könnte denen jetzt auch sagen, nutzt mal bitte Kohle zum Heizen. Machen die sogar. Na, der nicht. Aber da ist auch noch keine Kohle da. Ne, warte mal, falsch rum. Scheiße, warum hat der keine Kohle? Ich meine, da wohnt auch keiner drin, aber... Vielleicht geht es auch deswegen nicht. Naja, nimmt mal ruhig die Kohle hier zum Durchheizen. Ich brauche das Holz zum Bauen. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wenn ich übrigens 5 Karten mal nicht brauche, dann wird dann beim nächsten Mal eine Universalkarte freigeschaltet, mit der ich alles bauen könnte. Also eine Wunschkarte quasi, was verfügbar ist. Steinbruch. Noch zu teuer, würde ich erstmal lassen. Wir gehen mal ein bisschen schneller voran. Ich glaube, wir kommen mit der Nahrung gar nicht so schlecht hin erstmal. Vielleicht könnte ich sogar dann hier oben noch einen zweiten Obstsammler erstmal irgendwie setzen. Der ist ja schon mal ganz gut hier gelegen, finde ich. Hier läuft doch ein Tier durch den Wald. Was macht denn der Jäger? Macht schon wieder Pause, der Hund. Warte mal. Holz ist da drin. 70 Holz. Na ja, gut. Oh, Kohle ist fast alle. Oh mein Gott, wir haben keine Kohle mehr. Nehmen die dann automatisch Holz oder frieren die einfach? Oh, jetzt geht die Nahrung auch ganz gut runter. Hilfe! Da wird es ja echt mal Zeit, dass der Winter mal zu Ende geht. Machen wir ein bisschen langsamer. Ich will sehen, wie unsere Leute verhungern. Prima! Okay, wenn ja noch ein... Ne, Obstsammler ist leider gerade gar nicht dabei. Verdammt. Haben die ein Problem damit, wenn jetzt die Kohle alle wäre? Nee, oder stört die nicht? Früher Frühling, Gott sei Dank. Ja gut, ich hoffe, wir haben das jetzt gerade so mal hingekriegt. Gut, wild. Untätig. Was macht der denn hier so lange? Der schraubt und hämmert, oh. Dass du es fertig wirst, das ist aber nicht wahr. Oh Mist, die Nahrung. Nahrungsreserve ist niedrig. Noch eine Jagdhütte? Obstsammler gibt es leider nicht. Eine Pilzfarm könnte man machen. 2. Jagdhütte irgendwo hier drüben. Bin wir, glaube ich, relativ nice.
Überschneidet sich dann auch kaum mit der anderen. Oh nein. Ja, mach die mal dahin. Das Statistikamt wurde freigeschaltet. Oh, guck mal hier. Ey, das war aber richtig knapp. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr Futter. So. Das verbinden wir mal hier mit dem Feldweg. Achso, habe ich jetzt überall ein Lager zu weit entfernt? Scheiße. Ich wollte es gerade sagen. Dann müssen wir hier nochmal ein kleines Lager hinstellen. So. Das geht, ne? Du kannst sie ja nach hier oben bringen. Anscheinend ja. Und zu voll ist das ja auch nicht. Nö, so viel Essen haben wir jetzt gar nicht über. Gut. Oh. Statistikbüro. Was ist denn? Stadtstatistik anzeigen. Das würde ich aber jetzt auf jeden Fall mal dahin machen. Nahrungsreserve. Oh, wir haben gar keine Nahrung mehr. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall außerhalb hier von dem Moss hier hin. Das brauchen wir auch nicht bauen, glaube ich. Das braucht keine Ressourcen, ne? Das steht direkt. Ah, und sagt uns hier den Ressourcenverbrauch. Uiuiui. Kohle. 84. Produktion 42, 87 verbraucht, ja. Okay, unbedingt noch eine Jagdhütte. Und wir brauchen da auch noch einen Obstsammler. Da geht kein Weg dran vorbei. Den machen wir auch hier noch hin. Was hat der so eine scheiß Effizienz hier, wenn ich mal fragen darf? Es ja einfach nicht so viele Obstbäume gibt vielleicht. Oh mein Gott, das ist ja übel. Hier 81. Oh, 80, ne? Machen hier hin. Was willst du machen? Auch die bekommen hier noch einen Lagerplatz. Drei Einwanderer möchten sich deiner Stadt einschließen. Sehr gerne. 25 Personen erfüllt. Die fühlen sich jetzt in meiner Stadt zu Hause. Wählen Sie eine seltene Kartenbelohnung. Sparsamkeitsbuch. 70% Unterhalt eines Gebäudes. 20% mehr Produktivität eines Gebäudes. Und 40% weniger Eingangsressourcen, also Material, was verarbeitet wird. Das brauchen wir noch nicht so dringend. Ich würde tatsächlich erstmal was einsparen wollen. Oh. Dann nehme ich natürlich auch nochmal, was haben wir hier, Motivation. Jeder 1% Zufriedenheit über 60%. Wert plus 1 Produktivität. Also 16% Produktivität. Und hier hätte ich 20. Komm, ich nehme mal das. Deine Arbeiteranzahl ist jetzt bei 0 in Floki Town. Jeder Bürger ist einem Gebäude zugewiesen. Es gibt keinen freien Arbeiter mehr, die ständig Ressourcen tragen oder abbauen. Das kann zu Logistikproblemen führen, wie einer verlangsamten Produktion. Oh, okay. Oh.
Alles klar, wir haben zu wenig Leute, die Kram schleppen. Wie ich das so verstehe. Das heißt, wir machen hier mal die Kohlemine günstiger. Kostet ja an sich 10. Jetzt nur noch 3. Okay. Und was ist denn das für eine dramatische Musik? Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich jetzt 20% Produktivität in der Fischerhütte mehr hätte oder... Vielleicht hier sogar in der Jagdhütte. Wir wollen Fleisch. Warte mal, Arbeitsamt? Arbeitskräfte einstellen? Weil hier passiert nichts, ne? Weil halt keiner da ist. Was schleppen die denn? Oh, der ist krank? Was ist mit dem? Lagert ein. 10 Jahre alt. Lydia. Lagert erstmal irgendwelche Holzbrocken ein hier. So ist richtig. Das nenne ich Einsatz. Die Nahrung macht mir Sorgen. Mach doch mal hier bitte das Lager fertig. Ja, macht sie. Wie oft zuruf? Wo ist er denn jetzt hin? Ist weg. Meine Fischerhütte sieht auch cool aus. Haben sie schön gemacht, finde ich. Oh, jetzt hier, guck. Okay. Die Animation ist... Ah, bestens. So, mach deinen Fisch jetzt hier. Nahrung 39. Gut, wir sind erst im Frühling, ne? Beruhig dich. Es wird ja alles erst hier früchtemäßig abgesammelt. Wird jetzt auch gebaut, wie es aussieht. Das ist sehr gut. Ja, dann sollte es doch schon besser laufen mit den Nahrungsreserven. Hoppala. So. Wo können wir dann weitermachen? Kohle ist auch nicht viel. Da hätte ich vielleicht dann auch mal die Produktivität gebraucht. Müssen wir mal gucken, wie sich die Nahrung dann verhält. Warten wir die nächste Karte noch ab. Gucken mal, was wir bauen können. Steinbruch würde ich erstmal auf jeden Fall noch nicht machen. Obstsammler und Jagdhütten reicht erstmal. Die sollen die erstmal fertig machen. Ich überfordere die jetzt nicht. Und. Oh. Gottes Willen. Reingeschaltet Verbesserungsbaum. Du kannst Wissenschaftspunkte im Technologiebaum oder im Verbesserungsbaum ausgeben. Der Verbesserungsbaum kann verwendet werden, um Boni oder seltene Karten zu erhalten. Aha. Ja, so eine. Ja, 30% Produktion in Steinbrüchen. Mehr Holzertrag. Okay, das weiß ich nicht, was mehr Landschaft. Also passive Sachen, ne? Obwohl, hier gibt es auch Samen. Oh, cool, Samen. Jo. Nehme ich. Auf der Stelle. Mehr zu essen kann ja nicht schaden. Du hast medizinische Kräuter Saatgutkarte freigeschaltet und erhalten. Schaltet den Anbau medizinischer Kräuter frei. Okay. Wir könnten jetzt Felder sogar anbauen. Ah, okay. Hier ist ja blöd. Ah, hier ist schön. Ah, nice.
Da, wo es grün ist, ist natürlich am fruchtbarsten. Also hier ist, da wächst quasi nichts. Kannst du noch so einen grünen Daumen haben? Dann lieber hier. Wollen wir uns schon ein Feld anlegen? Wieso eigentlich nicht, ne? Dann machen wir hier so. Maximale Größe 64, also mit 63 ja eigentlich ganz gut bedient. Zu weit, aus zu weit entfernt. Das Arbeitsamt wurde freigeschaltet durch den Bauherr zu der Möglichkeit, die Arbeitspriorität zu verwalten. Ja, warte mal, jetzt ist. Das würde jetzt wirklich heißen, ich müsste hier noch irgendwo ein Haus hinbauen. Am besten tatsächlich nochmal da, wo nicht so viele Bäume sind, verdammt. Hoppala. Damit ich die Gebäude da drüben nutzen kann, wollen wir hier unten? So beim... Ach hier, Appeal. Also ich nehme mal an, wie schön es da zu wohnen ist. So, wir können natürlich auch direkt hier oben. Aber an der Mine? Oh. Doch, da fühlt sich ja wohl, wie es aussieht. Aber nach oben... Wo würde ich mich denn als nächstes ausbreiten wollen? Eher nicht da oben. Wahrscheinlich eher hier drüben oder da. Ja. Waldprovinz. Weidelandprovinz. Viel Stein hier. Ich glaube, ich würde das hier vielleicht sogar erst nehmen. Da oben gibt es natürlich Eisenerz. Vielleicht würde es auch Eisenerz tun. Hm. Also irgendwas hier auf jeden Fall auf der rechten Seite. Das heißt, ein Haus hier unten oder hier irgendwo. Scheiße, das ist ja echt schwierig. 98% Schickness. Ich hoffe, das reicht hier. Ja, nice, guck mal. Geht. Was ist das denn hier? So, was ist das denn hier? Hab ich hier mal irgendwas gebaut? Mal abreißen. Die Straße reißen wir mal eben ab. Wie sieht es denn aus? Boah, Nahrung geht geil ab. Richtig gut. Wir müssen ja auch irgendwie hier zu ihrem Feld kommen, ne? So. Ach so. Oh Gott, ey. Feld Weizen. Ja, lass mal ruhig eins Weizen schon mal. Dann noch ein Feld direkt da drüber, würde ich sagen. Beziehungsweise wollen wir einen Feldweg lassen. 63. Hier würde ich dann Kräuter schon mal anbauen. Dann aber auch noch irgendwie ein eigenständiges Lager hier, ne? So. Sehr gut, das gefällt mir erstmal so. Ich
Ich wollte hier noch die Effizienz ein bisschen erhöhen. 20 Holz mal investieren, das sieht gut aus. Also Nahrung ist trotzdem mega gut, das läuft jetzt. Jetzt müssen wir zusehen. Holz. Ich gucke nochmal, ob ich hier tatsächlich alles schon abgebaut habe. Nee, habe ich eben nicht. Fruchtlose Bäume ist richtig, ne? Jawohl. So, dann gibt mal Hacken hier noch ein bisschen. Scheint es ja noch so einiges zu geben. Steine? Ach, guck mal, wie viele Steine wir haben. Richtig gut. So, Arbeitsamt. Würde ich... Ach so, nicht die ganzen Bäume. Der Elfen Radius. Also eher so hier, ne? Ja. Hier das Arbeitsamt noch hin. Zum Einteilen der Arbeitsprioritäten. Aha. Oh, Arbeiter Null ist aber schlecht. Die Gebäude im Bau zugeordnet sind. Okay, wenigstens haben wir noch ein paar Bauarbeiter. Sommer, sehr gut. Können wir vielleicht mal ein bisschen schneller jetzt laufen lassen. Futter ist jetzt nicht mehr meine größte Sorge. Ui, das Lager ist bald voll. Hast du gesehen, er hat irgendwas erschossen gerade. Ach so. Brauchen die eigentlich Holz, um ein Feld anzulegen? Ach, ich weiß es nicht. So, da bin ich ja bis jetzt ganz zufrieden eigentlich. Ich glaube, von der Nahrung her passt das. Hier ist ein kleines Problem, dass das Lager zu klein ist. Aber ich habe ja hier noch ein neues hingepackt. Dann sollen die damit jetzt erstmal klarkommen. Scheiße, und hier ist auch ganz schön voll. Da habe ich wohl wieder mit Platz gegeizt. Das hier noch irgendwie verbinden? Glaube ich, eine ganz gute Idee, ne? Guck mal, er schleppt ein Steak hier durch die Gegend. Beste Mann, den wir hier haben im Dorf. Ich sag's mal, so wie es ist. Was ist das hier? Achso, das ist das Haus. Okay. Das kamen Bewohner dazu. Schon ist wieder Herbst. Aber bis jetzt bin ich nicht ganz unzufrieden. Das läuft soweit recht rund, muss ich sagen. Das heißt, wollen wir wirklich Kohlsamen haben? Vielleicht sollte ich lieber schon mal auf die Holzindustrie gehen. Damit unsere Häuser aufgewertet werden können. Vor allem brauchen wir mehr Kohle, um das nächste Gebiet mal zu erschließen, ne? Ich brauche auf jeden Fall Holz. Hier gibt es nicht sehr viel. Scheiße, gibt es wirklich nicht viel. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht wegen Eisenerz, ne? Ich bin tatsächlich sehr gespannt.
Wir können handeln bei der Karawane. Ach, guck mal, was wir alles Leckeres haben. Papayas, Kokosnüsse. Leder brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Alles andere können wir jetzt nicht abgeben. Aber um an ein bisschen Kohle zu kommen, würde ich sehr gerne schon mal... 80 mehr können wir nicht handeln im Moment. 80 Leder verkaufen für 300 Mücken. Sehr gerne. Oh, das war zu weit. Jetzt geht's aber richtig gut voran, ne? Mega gut. Ja, ich glaube, wir erforschen zuerst. Die Holzindustrie. Ja, vom Kohlsamen zu Holzindustrie. Aber ich bin ja schon froh, dass überhaupt eine deutsche Übersetzung da ist. Sonst würde ich hier wahrscheinlich gar nicht so wirklich zurechtkommen. Aber ich glaube, der Start ist soweit ganz gut gelungen. Ruhn wurde auf Stufe 2 aufgerüstet. Das ist tatsächlich der NPC. Der scheint schon mal ganz gut Gas zu geben. Wo ist denn der hin? Ich meine, wo wohnt der denn? Da können wir mal kurz noch mal ein Auge drauf werfen. Da oben ist Borghild. Hier. Was hat er denn schon alles? 6, 8. Ist das hier eine Taverne? Handelsposten? Du hast das Maximum von 5 Kartenhänden erreicht. Kartenhände werden zu einer Universalkarte. Ja, ist klar. Ja, so ganz berauschend hat der es aber auch noch nicht hier. Guck mal, doch hier unten, der hat Felder ohne Ende. Oh Gott, rauszoomen. Wo wohne ich denn? Da. Loki Town. Ich bin wieder da. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier möglichst an Kohle kommen, um neue Gebiete zu kaufen. Ich wäre ja schon interessiert an Eisenerz. Aber ich brauche auch Holz. Ob ich da einen Köhler reinsetzen kann? Kann der da im Weideland Bäume anbauen? Das wäre eine interessante Frage. Ich würde es mal riskieren. Oh, wir haben schon wieder Winter. Oh, die Felder haben sie fertig. Bringt natürlich jetzt erstmal nichts, weil die erst im nächsten Frühjahr dann wahrscheinlich wieder bebauen können. Aber... vom Material her dürften wir, glaube ich, ganz gut durch den Winter durchkommen. Steinbruch? Stein ist jetzt vielleicht nicht das Dringendste, was wir brauchen. Drehen ist gratis. Mehr neue Einwanderer. Würde ich vielleicht jetzt noch gar nicht unbedingt machen wollen. Handelshafen. Handelt Ressourcen auf dem Weltmarkt. Ich guck mal ganz kurz in die Universalkarte, was wir da bauen könnten. Schweinefarm. Förster halt auch nie unwichtig. Wir könnten hier so einen Handelshafen mal bauen. Und da halt 20. Uiuiui. Das frisst ja fast unser ganzes... Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstmal brauchen wir ein bisschen mehr Knete, bevor wir hier zu groß werden. Schön langsam und gemächlich. Das kostet zum Beispiel gar keinen Unterhalt.
die Schweineform. Ich glaube, das machen wir, ne? Schöne Schweineform. Kann ja wirklich nicht schaden. Oh, oh. Die würde ich tatsächlich hier oben ganz an die... Ah, geht nicht. Die ist mit Sicherheit zu nah an den Häusern, oder? Obwohl die Schweinefarm... Scheint die Einwohner jetzt, die Bewohner gar nicht zu stören. Die würde aber auch super hier noch hinpassen. Würde wirklich super hier hinpassen. Ach, Obstsammler. Scheiße. Also mit dem Randscrollen, das habe ich noch nicht so ganz raus. Aber hier oben könnte ich ihn hinsetzen, wenn er da irgendwie passt, aber da wollte ich halt, ja doch, würde eigentlich am besten da passen. Das ist immer eine blöde Stelle. Warte mal, ich würde dann lieber vielleicht so. Ja. Hier ist doch ziemlich nice. Weit genug weg von der Taverne. Ist keinem Obstsammler groß im Weg. Und ihm hier vielleicht... Nee, ihm eigentlich auch nicht. Sehr gut. Dann lassen wir sie da. Das passt. Feldweg. Ja, das passt erstmal so. So. 30 Einwohner erreicht. Oh, bald 500 Fisch produziert. Sehr gut. Ressourcen reichen locker. Wir scheinen durch den zweiten Winter. Oh, wir sind durch den zweiten Winter schon durch. Relativ problemlos. Das ist ja mega nice. Ja, sehr gut. Dann lassen wir es erstmal so rauschen. Der Start ist gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wenn das so war, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und schreibt mir gern in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Und vergesst nicht die Folgenlänge. Ob wir das bei einer Stunde belassen oder ob wir auch kürzer gehen. Das weiß ich, wenn ihr es sonst nicht schafft, in eurer Mittagspause die Folge zu gucken. Ja, ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich freue mich wirklich auf das nächste Mal. Und sage mal Tschüss, macht's gut, bis denne.